ja, ein Spiel, wo man sich den Plan im Spiel zurechtlegen musste, weil Nürnberg in den Spielen vorher völlig anders aufgetreten ist. Ich glaube, einigermaßen oder beeinflusst von den Spielen, die wir vorher gemacht haben, hat der Gegner sich einfach darauf eingestellt. Und da mussten wir uns im Laufe des Spiels darauf einstellen und das ist dann auch gelungen. Ja, bei Sebastian sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich gehe davon aus, dass es, wenn überhaupt, eine kleine Bänderdehnung und vielleicht ein bisschen die Kapsel, aber das ist unproblematisch. Das geht mit einem Tape und bei Manni sieht es leider deutlich schlechter aus. Es ist jetzt nicht schlechter geworden über Nacht, also der Fuß ist nicht dick geworden. Großartig, aber es ist natürlich auch direkt getaped worden. Schmerzen sind auch ein bisschen zurückgegangen. Wir werden erst übermorgen ein genaueres wissen. Also für Kiel wird er nicht zur Verfügung stehen und gut, alles andere werden wir sehen. Er ist so wichtig hier, er erfährt so eine große Wertschätzung, die nicht im Moment dadurch auch noch unterstrichen wird, dass er häufig von Anfang an spielt, aber im Kader voll drin, also mit den Jungs gut, arbeitet sehr, sehr gut zusammen. Gut, und dass er jetzt nicht der glücklichste Spieler der Welt ist, das kann ich nachvollziehen, aber er ist da von der Einstellung her ganz weit vorne und er hat gestern, dadurch kann er dann eben auch so auftrumpfen, wenn er reinkommt. Er ist jetzt hundertprozentig fit, alles ist gut, er ist der Lukas Barrios, den wir aus der vergangenen Saison eben auch kennen. Das hat auch ein bisschen gedauert, er war noch nicht oft verletzt in seinem Leben. Muss man sich daran gewöhnen, da wieder reinzukommen. Und jetzt ist alles so, wie es sein soll. Wir sind total zufrieden. Gut, er hat gestern ein Erfolgserlebnis gehabt, das der Mannschaft total gut tut. Die Bilder danach waren einfach ein Traum. Das Feiern mit den Spielern, dann noch mit den Ergänzungsspielern, dann mit den Fans. Es war wunderschön, hat den Abend wirklich gekrönt und ja, alles gut.